Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Eileweg 2. Der mysteriöse Anrufer, der uns mit Informationen versorgt, will uns endlich im Ocean View Hotel treffen. Doch dazu müssen wir uns zuerst den Weg durch die dunkle Version von New York bahnen. Artie singt da noch? Lass mal den Mann mal in Ruhe singen. In between mit Mr. Door. Wie gesagt, der Typ ist mir sehr, sehr seltsam. Und die Musik, die da spielt, die stammt eigentlich von, also die, da hat Artie gesungen. Ah, okay. Wir können nichts aus dem Schuhschachtelchen von der Oberwelt mit runternehmen. Das ist natürlich, ja. So viel dazu, zu meiner brillanten Idee, dass wir das Jagdgewehr mitnehmen. Es drehte sich alles um mich. Die Darbietung des dunklen Ortes. Aha. Doch ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wusste, wie verloren ich war. Na dann machen wir mal wieder den Ring. Das Münztelefon läutete wieder. Der mysteriöse Anrufer war wieder dran. Ich musste mehr herausfinden. Hallo, Pizzalieferant? Wissen Sie, wer ich bin? Woher sollte ich das? Da kommt Ihr Temperament durch. Ein Glück, dass ich kein Paparazzi bin. Sie verarschen mich und weigern sich, mir zu sagen, wer Sie sind. Erinnern Sie sich? Sie... verdammt. Alan, hören Sie zu. Sagen Sie mir, woran erinnern Sie sich noch? Waren Sie beim Parliament Tower? Haben Sie dort etwas gefunden? Ja, Alice ist in Gefahr. Scratch ist hinter ihr her. Und es gibt noch ein Manuskript, nicht Initiation, Return. Ich sah das Titelblatt, ich kann mich nicht erinnern, es geschrieben zu haben. Return? Oh, genau danach suchen wir. Scratch darf es nicht bekommen. Unser Überleben, das Überleben des kosmischen Ganzen hängt davon ab. Ah, Eno. Kommen Sie. Ocean View Hotel. Ich habe meinen Zimmerschlüssel beim Münztelefon zurückgelassen. Denken Sie daran. Der dunkle Ort besteht aus Schleifen und Ritualen. Wenn der Wellengang zu stark ist, suchen Sie nach einem anderen Weg. Wir folgen der Strömung des Ozeans. Istanbul. Na, mehr als Rätseln kann er auch nicht sagen. Das Ocean View Hotel. Eine zwielichtige Einladung zu einem dubiosen Treffen. Aha. Und genau das, was zum hartgesottenen Stil dieser ganzen Stadt passte. Ocean View Hotel. Na, wenigstens muss man nicht weit laufen. Der Kult. We're never out of your way. Wir sind niemals aus dem Weg draußen. Das Ocean View Hotel. Mein Ziel. Ah. Schaut sehr einladend aus. Bisschen mehr Beleuchtung hätte nicht geschadet. Ah. 10 Schuss. Das ist kaum was. Finde einen Weg in das Hotel. Eine Schleife, die mich wieder zur Straße beförderte. Wie hatte der mysteriöse Anrufer gesagt? Wenn der Wellengang zu stark ist, suche nach einem anderen Weg. Also suchen wir nach einem Hintereingang? Seiteneingang? Nein. Hier ist keiner, hier ist noch Schatten. La-di-da-di-da. Nur ein Schatten meiner selbst. Okay. Die Stadt war nicht real. Ich war an die Grenzen meines Traums geboren. Okay, gut zu wissen. Da gibt's keinen Hintereingang. Kollege, das willst du nicht. Komm, geh brav weg.
Geschichte. Ah, das wird dumm. Da ich mich von Traumlogik zum Hotel führen ließ, suchte ich nach hilfreichen Neonschildern. We're gonna Meeropeak gleich direkt klammern. Meeropeak Bar. Okay. Ja. Es will mich ersetzen. Durch eine verdrehte Version von mir. Scratch. Mr. Scratch. Es drängt sich in die Geschichte. Sobald es in der Geschichte ist, muss ich es benutzen. Damit die Geschichte wahr bleibt. Es ist da. Ich muss die Geschichte düsterer machen. Aber das verleiht ihr Macht. Das ist schlecht. Das will ich nicht. Aber ich habe keine Wahl. Das ist ein Wettrüsten. Reiß dich zusammen. Verdammt. Ob das so eine gute Idee ist? Meine Geschichte war fragil und ständig in Gefahr. Ich durfte keine Zeit vergeuden. Das Dunkel war nur einen Schritt hinter mir. Ja. So. Auf geht's zur Meeropeak Bar. Initiation. Ist es nicht die Seitengasse, wo Casey gestorben ist? Ja, genau. Casey! Sie sind der Killer, der Kultanführer. Ich sehe es in Ihren Augen. Nein! Sie sehen das ganz falsch! Es ist Scratch! Wir haben keine Zeit! Sie gehen nirgendwo hin. Okay. Oh. Nicht gut. Schöne Stäbeanimation. Ich bin müde. Ich will nur, dass es vorbei ist. Es ist meine Schuld. Ich hatte diesen dunklen Ort so lange in meinem Kopf. All dieser furchtbare Mist. Manchmal vergesse ich sogar den Schmerz. Als wär's okay. Das ist doch krank. Ich war nicht an einem dunklen Ort. Ich bin der dunkle Ort. Der Ursprung, das Gefäß. Wir sind eins. Hä? Dieser Ort zog mich konstant nach unten. Sickerte in meinen Kopf. Infizierte mich mit Dunkelheit. Ich musste entkommen, bevor es zu spät war. Wieder zu spät. Bomb 665 Initiation. So. Meeropeak. Ah, lass mal das Ding. Dem geht's gut, der kommt schon wieder hoch. Schauen wir zuerst den Weg mit Leuchtepfeilen. Weil ich werde bestimmt wieder irgendwo an einen Punkt gesetzt, wo ich nicht hin will. Meeropeak Bar. Okay. Na, wenn das so ist, die Abkürzung nehme ich gerne. Ich schaue noch gerade. Nein. So wirklich Wort des Lichts oder so sehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich muss da eh runter, oder? Ja, ich muss da runter.
nicht Wort, das Lichtwort, der macht. Weil da haben wir ja noch einige offen. So. Da ist auch nichts, da ist nichts. Da gehen wir mal weiter. Jutai hier. Sehr einladend. Das hört man doch gerne. Stiefel, Stiefel, Stiefel. So. Genau, ich komme da lang. Und jetzt dann die Leiter wieder hoch. Gut. Hier ist kein Weg. Nö, nö. Das ist Schummeln. Gut. Natürlich jetzt ab. Deshalb Feuer in der Hole. Oh. So viel zu Feuer in der Hole. Ich hab gedacht, ich hab den erwischt. Aber dem war nicht so. Gut. Na dann auf ein neues. Was passiert eigentlich, wenn ich das Licht ausmache? Ach, ich kann das Licht anmachen. Dann nehmen wir das Licht mit. So, einmal runter, einmal durch, einmal die Leiter runter. Schaut, man kann nichts leiden. Das wäre jetzt schön gewesen. So, einmal hui, runter. Dann wieder da lang, da lang, da lang, hoch. Licht ausknipsen. Runter krabbeln. Da werfen die Blendgranate vielleicht zu den drei Schattenteilen, die da blockieren. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich wollte gerade sagen, den direkten Kampf werde ich nicht wirklich überstehen. Da geht's hoch. Nein, da geht's hoch. Ja, ja. Immer schön vorbei an den Schatten. Na dann, Feuer in der Hole zum zweiten. Die Taschenlampe erfüllte ihren Zweck. Geht doch. Einmal nachladen. Und in den nächsten Cycle. Ich will halt nichts übersehen, wie zum Beispiel das hier.
Casey. Moment, da ist ein... Wo ist denn da der Schatten? Oder war der da unten? Ja, vielleicht kommt der erst. Weil das ist so ein Erinnerungspunkt. Und einmal durch. Hilfe. Okay. Schauen wir uns dann einen gut beleuchteten Raum an. Sie gut. War von hier aus nicht aufzukriegen. Da können wir noch nicht durch. So. Was bringt uns dieses Wort der Hilfe? Radio, Wörter der Macht, Wortehilfe. Erhöht die Wirksamkeit von Traumakissen um 10%, erhöht die Wirkung von Schmerzmitteln um eine Sekunde, beziehungsweise den Wirkungsbereich von der Leuchtfackel. Leuchtfackel dies. Ist auch immer am besten. So, genau. Da haben wir alles, da haben wir alles. Da können wir noch was mitnehmen. Schmerzmittel, sehr gern gesehen. Schnell speichern. Und wir sind da jetzt woanders. Na dann, müssen wir höher hinaus. Gut. Noch höher hinaus für den Punkt da drüben. Kult des Wortes. Genau. Eine Etage höher. Geht das hier? Sie werden als verlorene Seele auf der Straße enden, als verblasster Schatten, der den nächsten armen Bastard auf seinem Weg zum gleichen Schicksal begleitet. Ihre zerstörten Träume werden zu einem zerbrochenen Spiegel und das verzerrte Spiegelbild, das sie mit all der Wut, dem Bedauern und der Scham anstarrt, war das Monster, dem sie nie entfliehen konnten. Ja, er weiß, wie man motiviert, der Casey. So. Genau, Mirror Peak. Ich konnte das Ocean View Hotel sehen. Ich kam näher. Da ist aber noch irgendwas am Punkt. Right dahin. Und irgendwas in der Seitengasse habe ich auch gerade gesehen. Ja, da ist hinten irgendwas. Also, das war
das, das war das. Okay. Dann habe ich die Linie einfach gesehen. Die Vorratskiste nehmen wir mit. So. Blau gefällt mir besser. Okay. Da ist jetzt die Leiter. Leiter, sage ich, die Treppe. Müssen wir dann doch einen roten Raum? Weil hier können wir ja das Licht anschalten. Vielleicht nachdem wir hier das Licht angeschaltet haben, geht's. Die Lichter beeinflussten, wohin die Tür führte. Mhm. Und da ist auch dieser Punkt, den ich da gehört habe. Ach Gott, ey. Geräusch gefällt mir nicht. Auch schon wie Hotel. Wieder ein Water macht. Waterlampe. Das ist wahrscheinlich nur da, wenn. Genau. Wenn das Licht angeschaltet ist. Gut. Mit den Erinnerungspunkt haben wir noch nicht das gefunden. Das wird wahrscheinlich woanders sein. Das ist da. Okay. Dann nehmen wir das noch mit. Da flackert auch noch das Licht. Bevor wir da hineingehen, machen wir lieber einmal alles sauber. Ich träume davon, alles hinzuschmeißen. Sich zurückzuziehen. Ja, das wäre ein schöner Traum. Das ganze Elend und den Terror hinter sich zu lassen. Ins Auto zu steigen und dem Sonnenaufgang entgegenzufahren. Sich niederzulassen, ein Haus zu kaufen, es zu renovieren. Sich ein Leben aufzubauen. Jemanden zu finden. Der Traum eines Narren. Es würde nie funktionieren. Und wenn man die Hoffnung zulässt, wäre es noch unerträglicher als ohnehin schon. Auch wenn man die Stadt verlässt, sie lässt einen nie richtig los. Na, wenn er das sagt, Mr. Miesepeter himself. War gut, dass wir da nachgeschaut haben. Noch einmal da ins Funkel hineinschauen. Die Waffe wäre praktisch. Die Waffe wäre praktisch. Die Barkarte stach mir ins Auge. Manhattan, Lake on the Rocks, Shotgun. 19. Na komm, ich mag das Licht ausschalten. Inventar voll. Nicht sein Ernst. Und natürlich nirgends einen Schuhkarton, wo man es hinlegen kann. Oder? Können wir was ablegen? So, das ist wieder. Schrotflintenmunition.
Erste-Hilfe-Packerl. Schmerzmittel. Jetzt nichts auf die Schnelle, was wir wirklich, auf was wir verzichten könnten. Schnellauswahl Nummer 3. Nachladen können wir die ja nicht, oder? Nein. Ah, shit. Ja, müssen wir zuerst. Wo war denn der Schukaton? Karte. Verschlossene Tür. Lichtwechsel inaktiv. Gasse. Schukaton. Alter, da müssen wir wieder so weit zurück. Versuchen wir es mal ohne. Weil vielleicht ist da eh direkt im Hotel ein Dings. Ein Speicherpunkt mit Schukaton. Die Barkarte. Natürlich habe ich es mir nicht gemerkt, wie jetzt anders sein können. $25,50. Wenn ich jetzt richtig liege mit dem Ocean View Cocktail. Unbezahlbare Ming-Vasen. Ah, schaut nicht direkt nach dem Speicherpunkt aus.